Über Sachsen. NATO übt Luftkrieg. Und damit herzlich willkommen zu Kompakt, der Tag am 3. April. Das sind einige unserer heutigen Themen. Asylprotest. Wir sind keine Minderheit. Militärblogger bricht von der Front. Kindergrusi fördern ohne fordern. Wagner gedenken in Bachmut. Die NATO bereitet das größte Luftkriegsmanöver in ihrer Geschichte vor. Vor allem Sachsen und andere Bundesländer im Osten sind betroffen, aber auch NRW, Rheinland-Pfalz und Bayern. Vom 12. bis 23. Juni wird es auf Flugplätzen wie Lage in Meckpomm oder Wunsdorf in Niedersachsen rund um die Uhr so zugehen. Das NATO-Luftkriegsmanöver Air Defender 2023 findet überwiegend im Himmel über Ostdeutschland statt, obwohl Ostdeutschland laut 2+4-Vertrag nicht in die NATO einbezogen werden darf. Was soll diese Machtdemonstration und in welchem Zusammenhang steht sie mit dem NATO-Krieg gegen Russland? Darüber diskutieren unser TV-Chef Paul Klemm und Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer. Es wird das größte Luftkriegsmanöver der NATO-Geschichte. Über 10.000 Soldaten sind daran beteiligt aus 18 Ländern mit bis zu 210 Militärflugzeugen. Das sind wirklich gewaltige Ausmaße, um es mal in Relation zu setzen. Es gab letztes Jahr ein Manöver in Australien, das nannte sich Pitch Black. Da hat man damals gesagt, das sei das größte westliche Militärmanöver in der Region Pazifik-Asien. Und daran beteiligt waren nur 2.500 Soldaten, jetzt sind es 10.000. Und damals waren es auch nur bis zu 100 Flugzeuge, jetzt sind es ja über 210. Und das ist schon ein krasser Unterschied. Man muss sich das ja auch mal vorstellen, wir haben jetzt Sachsen für die Überschrift ausgewählt, weil es da eben besonders schockierend ist, dass NATO-Maschinen im Luftraum unterwegs sind. Aber es ist ja nicht nur Sachsen, es ist auch Brandenburg, es ist Berlin, es ist der Westen, also im äußersten Norden, Schleswig-Holstein, bis hin in den äußersten Süden, Baden-Württemberg, Bayern. Ganz Deutschland wird zum Übungsplatz der NATO und das ist alarmierend, gerade vor dem Hintergrund der Eskalationsgefahr in der Ukraine. Also das Militärbündnis lässt seine Muskeln spielen und es ist natürlich eine reine Machtdemonstration auch gegen Russland. Ja, es ist besorgniserregend, nicht nur wegen der schieren Anzahl, sondern auch wegen der Qualität der Übung, der Aggressivität. Beteiligt sind F-35 der Amerikaner, sogenannte Tarnkappenbomber. Das heißt, wenn die vom gegnerischen Radar erfasst werden, dann werfen die ein Bild zurück. Da denkt dann der Gegner, es sei eine Kleinmaschine, irgendwie eine Cessna oder sowas. Aber mit dieser Tarnung können diese Bomber eben tief in feindliches Gebiet vordringen. Und diese F-35 sind die Trägerflugzeuge für Atombomben des neuen Typs B-6112. B-6112 sind modernisierte Atomwaffen, die etwa in Rheinland-Pfalz in Büchel lagern. Das heißt, es muss eigentlich davon ausgegangen werden, wenn schon so viele F-35 dabei sind, dass genau das auch geübt wird, die Aufnahme dieser Atomwaffen in Büchel, das Einklinken in die Maschinen. Und es ist auch vorstellbar, da die Bundeswehr diese F-35 ebenfalls bekommen wird, dass Bundeswehrsoldaten bei dem Manöver genau darin auch schon geschult werden. Man nennt es nukleare Teilhabe, also amerikanische Atomwaffen von Amerikanern freigegeben, aber von deutschen Piloten ins Ziel geflogen. Und die riesige Gefahr ist eben, das sind Überschallbomber, die in wenigen Minuten St. Petersburg oder Moskau erreichen können. Und bei so einem großen Manöver wissen dann die Russen nicht, bleibt es beim Manöver oder fliegt dieser Tarnkappenbomber möglicherweise mit einer Atomwaffe drunter über die Grenze und aus dem Manöver wird schon Krieg. Und da ist einfach bei so einer Art von Übung immer eine hohe Nervosität, weil man weiß nicht, was die Gegenseite macht, weil die Gegenseite vermuten muss,
Der schlimmste Fall ist eingetreten. In der Beschreibung der Übung wird Deutschland bezeichnet als kollektiver Verteidigungsknotenpunkt innerhalb Europas. Und das ist so krass, ohne dass die Mehrheit der Bevölkerung das überhaupt will, wird Deutschland einfach zum Aufmarschgebiet der NATO gegen Russland, also zum Dreh- und Angelpunkt der Aufrüstung gegen Moskau. Das ist schockierend. Du hast die 20 US-Atombomben erwähnt, die in Büchel gelagert sind in Rheinland-Pfalz. Dann jetzt bei der Übung spielt Wunsdorf eine wichtige Rolle. In Niedersachsen ein Fliegerhorst, der da koordinative Aufgaben übernehmen soll. Das heißt, auch der Luftkrieg soll jetzt koordiniert werden über Deutschland. Dann gibt es ja Munster in Niedersachsen, wo Ukrainer trainieren werden an Marder- und Leopardpanzern. Das heißt, es ist so heuchlerisch, wenn die Politik sagt, wir achten darauf, dass Deutschland nicht reingezogen wird in den Krieg, nicht involviert wird, weil wir sind schon längst reingezogen worden. Wir sind involviert. Also hier lagern Waffen, hier werden ukrainische Soldaten ausgebildet, es werden Waffen geliefert von uns ins Kriegsgebiet. Das heißt, was anderes sollen die Russen in uns sehen als eine Kriegspartei? Absolut. Zwei Orte sind noch interessant bei diesem Manöver. Die meisten Flugplätze liegen im Westen. Also du hast schon gesagt, Jagel und Hohn in Schleswig-Holstein, Lechfeld in Bayern, Spangdahlem in Rheinland-Pfalz, Wunsdorf in Niedersachsen, alles im Westen. Aber es wird auch ein Flugplatz im Osten genutzt, und zwar in Mecklenburg-Vorpommern Lage. Wird zu Start und Landungen benutzt, und da ist einfach ein ganz klarer Verstoß gegen den 2+4-Vertrag, mit dem die deutsche Einheit 1990 besiegelt worden ist, wo zugesichert wurde, Ostdeutschland, die neuen Bundesländer, die frühere DDR, wird nicht NATO-Gebiet, sondern es spielt sich alles in der alten BRD ab. Da wird also offensiv drüber hinweggegangen, und der zweite Ort, der für dieses Manöver sehr, sehr wichtig ist, der aber in der Manöverbeschreibung gar nicht auftaucht, ist eben Rammstein. Mhm. Weil Rammstein in Rheinland-Pfalz, da werden diese Jets nicht starten, aber da ist einfach die Kommandozentrale. Das gesamte NATO-Luftkampfsystem und die Drohnenüberwachung und die AWACS-Überwachung und die Leitkommandostruktur für nicht nur für die Ostfront, sondern auch für Afrika und so weiter. Alles ist in Rammstein konzentriert, und seltsamerweise oder bezeichnenderweise haben sie diesen Ort nicht aufgeführt, vielleicht weil er sowieso schon einigermaßen unter kritischer Beobachtung ist. Vielleicht nochmal zur Größe der Übung. Es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ja das Jahr 2024 näher kommt. Und bis dahin haben sich ja die NATO-Mitgliedstaaten verpflichtet, diesem 2%-Ziel der NATO, also mindestens 2% ihres Bruttoinlandsprodukts auszugeben für Waffen. Und bisher haben das weniger als ein Drittel der Staaten erfüllt. Das heißt, da muss nochmal ordentlich Gas gegeben werden. Deswegen werden jetzt, glaube ich, auch die militärischen Übungen immer größer. Und dass das Ganze sinnlos ist, haben ja schon viele analysiert. Eigentlich ist es ja so ein reines Ankurbelungsprogramm für die amerikanische Rüstungsindustrie, weil es ist komplett inhaltsleer, dieses Ziel. Es wird überhaupt nicht vorgeschrieben, was gekauft werden soll, sondern nur, dass gekauft werden soll. Und die Amerikaner sind nun mal führend weltweit, was die Rüstungsindustrie betrifft. Das heißt, die profitieren davon, wenn die Länder mehr Geld für Waffen ausgeben. Aber es hat überhaupt keine konkrete Substanz. Trotzdem pocht eben der Stoltenberg drauf, der NATO-Generalsekretär, der ja auch eine Marionette Washingtons ist, dass die Länder sich daran halten, und hat auch schon klar gemacht, dass es keine langfristige Vision dieses Ziel, sondern wirklich eine Verpflichtung, eine, was hat er gesagt, unmittelbare Verpflichtung, die eingehalten werden muss bis 2024. Es ist im Grunde eine Werbeshow für die amerikanische Rüstungsindustrie, gerade was die F-35 angeht. Die waren ja in Bezug auf die Bundesluftwaffe in der Konkurrenz bei der Neuanschaffung mit französisch-deutschen Produkten. Haben dann diese Konkurrenz ausgeschaltet. Also das Geschäft bei der Aufrüstung der Luftwaffe in Deutschland machen nicht die Deutschen und auch nicht die Franzosen, sondern man gibt es den Amerikanern. Ja. Das ist der Show-Effekt, der Verkaufseffekt dieser Kriegsübung. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt auch eine reale Gefahr, dass die Grenze zwischen Manöver und Krieg überschritten wird.
Ja, liebe Zuschauer, der Kalte Krieg droht heiß zu werden. Wir haben schon sehr früh gefordert, Ami, go home. Die Amerikaner sollen sich zurückziehen aus Europa und Europa wieder neutral werden lassen. Schreiben Sie uns gerne wieder Ihre Kommentare auf YouTube oder auf unserer Online-Seite compact-online.de. Und wie immer gilt natürlich liken, teilen, abonnieren. Darüber freuen wir uns sehr. Im brandenburgischen Klosterfelde geht der Streit um ein geplantes Asylheim weiter. Jetzt wehren sich. Liebes Publikum, hier endet die gekürzte YouTube-Fassung dieses Beitrages. Wegen der Zensurgefahr können Sie die vollständige Sendung nur unter compact-online.de sehen. Den Link finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Viel Spaß beim Weiterschauen, wünscht Ihnen Ihr Kompakt-Team.